Hallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Mega-Opening. Ich habe mir zuerst überlegt, wird das Mega-Opening oder wird das eine Folge Neuzugänge? Für eine Folge Neuzugänge war es auf der einen Seite einfach zu groß. Allerdings ist es auch keine wirkliche Sammlung, sondern halt einfach Karten, die mir die Person geschickt hat, die sie über hatte, aber halt in einer so großen Anzahl, dass es den Rahmen einer Folge Neuzugänge einfach sprengen würde. Dementsprechend habe ich mich jetzt doch entschlossen, das als ein Mega-Opening zu veranstalten. Was habe ich dafür gezahlt? Nichts. Wie ihr dem Titel schon entnehmen könnt, das ist eine gespendete kleine Gabe sozusagen für das Projekt vom lieben Realistic Yu-Gi-Oh!, den ich euch auch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Der hat nämlich auch einen YouTube-Kanal, ist gerade so ein bisschen am Anfang, macht so Deck-Profiles, ab und zu ein paar Openings und ja, ich denke mal, hat auf jeden Fall Potenzial und da fährt ein riesen LKW vorbei, der mega Lärm macht, das ist natürlich toll. Jetzt würde ich sagen, öffnen wir das Ganze mal. Ich habe auch hier schon mein schönes Mordinstrument. Ich habe hier auch so eine schöne Säge. Das ist immer das Problem bei Paketen. Ich weiß nie, wo genau man da jetzt aufschneiden soll. Also das ist auf jeden Fall schon mal so offensichtlich. Das ist hier zusammengetüdelt. So. Und da ist jetzt eine Umverpackung drin, sozusagen. Das hebt man jetzt hier mal raus. Da ist eine Adresse drauf, deswegen werde ich das jetzt mal... Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen ganz kurzen Cut und dann gehen wir hier die Karten durch. So, ich würde sagen, wir fangen an. Genau so sieht's aus. Und am Anfang haben wir ein paar Comments, die werde ich nur ganz schnell durchskippen, damit wir dann zum Holopart, der euch wahrscheinlich mehr interessiert, kommen können. Die meisten sind japanisch, das hier sind jetzt ein paar Deutsche aus diesem Legendary Duelist Blue Eyes, whatever das, was letztens rausgekommen ist. Das meiste kennen wir schon, ja, Cyber Enddrache und so weiter, Cyber Zwillingsdrache, alles sehr, sehr schön. Chimera Tech Amoklaufdrache, mich wundert es immer noch, dass man den nicht umbenannt hat. Bei uns im TCG hätte ich nicht gedacht, dass die den tatsächlich Amoklaufdrache nennen. Amoklaufdrache. Schwarzflügel, Auster, der Südwind. Ja, sieht gut aus, aber wirklich mit dem Blackwing. Ich weiß ja nicht. Das ist auch eine neue Karte, geflügelte Armbrust. Genau, Schwarzflügel, Abschluss. Und den Rest kennen wir eigentlich auch wieder. Es ist jetzt so, das ist mein ungefähr fünfter Aufnahmeversuch, das heißt, ich habe die Karten jetzt alle schon gesehen, der Überraschungsmoment ist dementsprechend leider weg, aber ich meine, im Prinzip wusste ich ja ohnehin, aus welchen Sets die Karten in etwa kommen. Das ist auch, glaube ich, eine neue Karte, Cyber Lichtturm, und hat halt jetzt auf Anhieb nicht so wirklich funktioniert, das waren jetzt die aus LED3, glaube ich, genau. Und jetzt haben wir hier noch ein paar koreanisch-japanische. Später kommen auch noch Holos in der Richtung. Hier zum Beispiel unzensiert das Artwork, bei uns sieht es ja anders aus. Lege ich mir gleich mal raus. Wenn ihr auch anderweitig hier drin Karten seht, die hier unzensiert sind, die bei uns zensiert sind, sagt mir Bescheid. Ich weiß leider nicht von allen Karten, ob sie zensiert worden sind und wenn ja, welche Zensur. Es gibt ja auch bestimmt Kamens, die es bei uns nicht als Kamen gibt. Zum Beispiel diese ganzen Edelsteinritter gibt es, glaube ich, gar nicht als Kamen bei uns. Auch die Karte kenne ich überhaupt nicht und Ovara. Den Edelsteinritter auch gar nicht. Da werde ich im Netz noch ein paar Nachforschungen anstellen müssen, um hier wirklich zu differenzieren, was ich denn jetzt gebrauchen kann von den Cummins und was eher weniger. Bei den Holos ist es tatsächlich so, da kann ich eigentlich alles gebrauchen, das habe ich schon gesehen. Die hier kenne ich zum Beispiel auch überhaupt nicht. So im Set kommen die SD, okay, Starterdeck wahrscheinlich, die hier kenne ich auch nicht. Na, also scheinen auch alle aus so einem Starterdeck irgendwie zu kommen. Upstart natürlich mega nice. Auf Deutsch geht der auch noch ein paar Euro. Genau. So, das waren jetzt die Comments. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir zu den Holos, die hier dabei waren. Und ja, wie machen wir es denn? Also ich würde vorschlagen, wir fangen mit dem kleinen Stapel hier an. Aus dem neuesten Only Holo Set, diesem Shadows over Valhalla. Genau. Ein Zwillingstwister. In Secret, mega schön die Karte. Gefällt mir sehr gut hier mit magische Hüte und diesen paar Tokens, also richtig cool. Dann Akasha Magier.
Dann Omega-Beschwörung zweimal, auch eine sehr schöne Karte. Ich mag diese ganzen beschworenen Karten, ich mag sie. Und vor allen Dingen in Omega-Beschwörung, diese Fallenkarte, sieht sehr schön aus. Also das muss man schon sagen, wirklich sehr schön. In Super Rare genauso wie in Secret. Magische Schmelze. Nixenrüstung Abyss Toys. Nixenrüstung Abyss Lead. Nixenrüstung Abyss Megalo. Zweimal. Dann haben wir hier zweimal den Visionsheld Trinity. Ein Elemental Chaos Neos als Playset. Auch mega cool. Ich finde übrigens, dass die Qualität der Karten, die Druckqualität, richtig gut wieder ist. Ne? Also wenn man jetzt mal so schaut, wie die Karten damals waren, Legendary Collection 2, so um die Zeit rum, oder dieses Dark World Structure Deck, furchtbar. Findet mal den Graffa in Yemen. Fast ein Ding der Unmöglichkeit. Für meine 10 habe ich glatt 3 oder 4 Monate gebraucht. Dann Neo Weltraum Flare Scarab. Ich glaube, den gibt es auch schon. Super. Neo Weltraum Glowmoss. Den gab es vorher nur als Common. Deswegen freut es mich, dass hier zumindest der Super Rare drin ist. Als Ulti oder als Ultra würde er auch noch sehr gut aussehen. Elementar Held Neos. Auch sehr gut. Rüstungs Ninjutsu Kunst des Rostnebels. Blazer. Ninjutsu Kunst der Verwandlung. Ninjutsu Kunst der Supertransformation. Ninjutsu Kunst der Alchemie. Zweimal. Ninja des Roten Drachen. Ninja des Weißen Drachen. Aus Orks. Out of Chaos war das, glaube ich. Eine Secret. Sehr schön. Goldenen Pokémon Ninja. Ich glaube, der gelbe Ninja, der war hier. Oder? Ja, doch. Ninja des gelben Drachen. Das war hier, glaube ich, eine Secret in dem Set. Ninja Großmeister Hanzo. Dann äußeres Wesen Azathoth. Da gab es noch ein anderes, ich weiß den Namen gerade nicht, das war mein lieblingsältestes Wesen. Und die haben wir hier zweimal. Sehr, sehr schön. Ne? Also die ältesten Wesen finde ich richtig geil, die XX-Monster davon. Altes Wesen Tuga. Auch nice, aber ich kann hier beim besten Willen das Monster nicht wirklich erkennen. Das ist richtig überladen. Dann Führung der Göttin Varande. Orakel der Göttin Skuld. Zweimal. Streitwagen des Glücks, sehr schön, aber halt leider kein wirklich neues Thema, sondern halt die erste Auflage eines alten Themas aus Duel Monsters eigentlich. Und zweite Valkyrie. Dann geht's weiter mit diesem Stapel hier. Machen wir hier. Halbieren wir nochmal, dann kann ich da besser skippen. Dann haben wir hier den Zerstörungsdrachen aus der LC06 dreimal. Reißender Tribut in Ultra. Kaibermann. Das sind so ein bisschen diese Legendary Collection Kaiberkarten. Eine blauäugige weiße Drache. Visionsheld Anbetung. Bujintei Tsukuyomi. DDD Super Untergangskönig Dunkler Armageddon. Dämmerungsninja Kagen. Leile Lichtverpflichtete Zauberin. Kaktus-Türsteher ist eine sehr schöne Karte, dahingehend, es ist ursprünglich eine Secret Rare gewesen, aus welchem Set genau, weiß ich gerade gar nicht mehr, aber es war ein 5Ds-Set und in 5Ds gab es tatsächlich das ein oder andere Set, in dem es wiederum einige Secret Rares gab, die so gar nicht mehr im Bewusstsein der Leute sind, zum Beispiel Stygus oder Flötenspieler oder eben auch dieser Kaktus-Türsteher, wobei er jetzt natürlich durch den Reprint wieder ein bisschen mehr im Gedächtnis ist. Ne? Vorher, wenn ich gefragt habe, kennst du die? Die meisten haben gesagt, nö. Und ja, weiß gar nicht, warum der reprintet worden ist, ob der irgendwie spielerisch relevant war. Weiß ich nicht. Dann noch zweimal Leila. Nehmen wir nochmal einen Yogen. Oder hatten wir den schon? Dämmerungsninja Yogen? Ich finde, die Dämmerungsninja sehen auch mega geil aus, muss man einfach sagen. Dann Schicksalsheld Dreamer. Das ist nebst diesem Schicksalsheld Angel von den neuen Schicksalshelden mein Lieblingsschicksalsheld. Dann zweimal Wolf. Jura Einwirkung zweimal. Dann Solar Wiederaufladung. Ebenfalls zweimal. Künstlerkumpel buntäugiger Minotaurus. Es gibt ja auch diese Künstlerzauberer, die finde ich im Allgemeinen cooler designt als die Künstlerkumpel. Wobei es bei den Künstlerkumpel mittlerweile auch einige gibt, die gut aussehen. Die ganz alten, die mochte ich damals nicht so. Aber die, wo jetzt neu rauskommen, die schon eher. Ist ja übrigens ein deutscher Künstlerkumpel, ne? Schwarz, Rot, Gold. Ja, genau, dann haben wir hier nochmal einen Kagen. Eine weiße Moräne. Superstarker Samurai-Helfer. Dann haben wir einen Garoth, lichtverpflichteter Krieger. Celestia, lichtverpflichteter Engel. Mein Lieblingslichtverpflichtetes Monster. Sieht sehr, sehr cool aus, auch im Ultimate. Dann eine Lumina.
zweimal. Schicksalsheld Dystopia, der auch relativ cool ist. Wobei ich mit dem Gesicht irgendwie nicht klarkomme, weil er keins hat. Zumindest nicht wirklich. Und Orgoth, der Unbarmherzige. Ich weiß jetzt nicht, wie es um die Karte steht. Ist das jetzt der erste Print einer alten Karte? Also quasi keine wirklich neue Karte, nur halt der erste Print davon. Oder ist das eine tatsächlich neu designte Karte, die nichts mit irgendeinem alten Anime zu tun hat? Dann wäre das nämlich wirklich bemerkenswert, da der Hintergrund tatsächlich sehr gut zum Monster passt, nämlich die Show steht. Und das Monster ist endlich mal wieder präsent. Wisst ihr, es ist wieder vorne. Man sieht es wieder nicht hundertprozentig komplett. Es ist einfach da und nicht wieder so klein wie bei manchen Utopia-Varianten. Sieht einfach geil aus. Die Karte kannte ich zum Beispiel überhaupt nicht. Hatte ich auch nicht. Ist meine erste. Ist tatsächlich bei den neueren Sets meistens so, dass ich die neuesten Karten kaum besitze. Deswegen ist diese Spende zum Beispiel extrem hilfreich. Ja, also hier auch nochmal vielen, vielen Dank an dich. Ne? Genau. Wir machen weiter. Schwertkämpfer der Litmus-Verdammten. Da dachte ich zuerst auch, das ist eine neu designte Karte, hat sich aber herausgestellt, das kommt aus GX. Da haben wir natürlich das Ritual dazu als Playset. Auch sehr cool. Dann Geboren aus Draconis haben wir hier fünfmal. Dann eine Cyberlarve, die hat ja recht schnell ihren Reprint bekommen. Die war ja, glaube ich, in der Legendary Collection 2. Dann in den Legendary Decks 2, glaube ich, drin. Und jetzt nochmal in BLRR. Dann Zerstörungsziehen. Zweimal. Hayate der Erdstern. Auch zweimal. Dann Kontakt wandeln. Auch zweimal. Hier Künstler, Zauberer, Trick Clown. Wie bereits gesagt, ich finde sie besser designt. Sie haben auch dieses Witz-Image, dieses so lustig und niedlich und whatever. Aber irgendwie sind sie doch ein bisschen stylischer designt im Allgemeinen. Also die gefällt mir zum Beispiel extrem gut. Ortergeist Hextia sieht in Ultra Rare besser aus als in Super Rare, war eine Super Rare aus Extreme Force, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, der Reprint kam auch relativ flott, muss ich sagen. Das ist schon der zweite, ist ja in der Megaton auch nochmal in Super rausgekommen. Ortergeist Erscheinung, auch die war, glaube ich, eine Super Rare aus dem Set. Dann Pyrotex, der Elementarherrscher. Ein Finsterlord X-Cell, ich glaube aber, dass das nicht der Originalprint ist. Ich glaube, kam der nicht aus Spirit Warriors, der Originale? Die ganzen originalen Finsterlords, das war, glaube ich, die teuerste, die hat damals 12 Euro gekostet. Ich weiß jetzt nicht, wie viel der Reprint geht, aber auch extrem geil. Nice. Es ist mein zweites Exemplar. Erst, ich hatte damals tatsächlich eins aus dem originalen Set noch und das ist jetzt meine zweite. Dann Vorbereitung der Riten. Strand von Kyoto, wobei ich mich frage, wo hier ein Strand sein soll. Haben wir hier viermal. Dann Akte Kaiju. Genau, da sieht man sogar. Ist das nicht der Pyrotex? Ich kann es jetzt hier gerade gar nicht sehen. Naja gut, haben wir auch viermal. Verbannung der Finsterlords, das hier unten abgebildete Monster. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. M-Dusk, genau, Finsterlord M-Dusk. Ist mein Lieblings-Finsterlord-Monster von den neuen. Sieht einfach mega geil aus. Ja. Dann Finsterlord Kontakt. Entdeckung des Weltvermächtnisses. Haben wir hier dreimal. Herz des Weltvermächtnisses. Nie endender Albtraum, zweimal. So, dann haben wir den Stapel auch. Dann würde ich sagen, machen wir hiermit weiter. Dann haben wir hier einen Astrograph-Zauberer. Wer Arc 5 gesehen hat, das war von diesem Sarg, das Monster, das ihn mit seinen Drachen vereint hat, eben zu diesem Sarg. Dementsprechend unter Arc 5 Fans vielleicht irgendwann, wenn nicht sogar jetzt schon Kultmonster. Ist auf jeden Fall auch ein recht nettes Design, jetzt nichts Weltbewegendes, aber ist eine Karte, die man in der Sammlung haben kann, sag ich mal. Dann haben wir den Doppel-Iris Magier. War der nicht auch mal irgendwie spielerisch relevant? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Den haben wir hier als Playset, dann den Schwarzzahn-Magier. Das sind alles Pebo-Karten, von denen ich kaum welche besitze. Dann Lila Toxin-Magier. Die Karte sieht richtig geil aus. Ich mag das Design gerne. Also, ja, das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Sehr schön. Einfach geil. So muss das sein. Ist von diesen ganzen Pebo-Karten tatsächlich meine Lieblingskarte. Dann dieser Harmonisierer-Magier. Der erinnert mich noch an eine andere. Die haben wir auch bei den Kamens, bei den japanischen Kamens, glaube ich, mit dabei gehabt. An die mich die erinnert, aber ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt. Dann Königlicher Herr der Drachen, kennen wir ja alles, ist aus der Legendary Collection, Schleife der Zerstörung zweimal, Göttin der süßen Rache haben wir als
Blazard. Dann Ketten verschwinden in Secret Rare. Tyrannischer Explosionsdrache. Sea Crush Wyvern. Auch schön. Dann Tyrannische Explosionsdrache nochmal. Yuzenju Karma 3. Geheime 6 Samurai Rihan. 6 Samurai war jetzt noch nie so das Thema, das mich umgehauen hat optisch, aber der sieht echt geil aus, muss man schon sagen. Das Fusionsmonster gefällt mir. Dann Luta, das kubische Meteorgefäß. Kristalldrache. Dimensionswächter zweimal. Und Künstlerkumpel Teppichhörnchen, auch ein schöner Künstlerkumpel. Gefällt mir ganz gut. Dann haben wir den Weisheitsaugenmagier. Der ist, glaube ich, ein bisschen was wert, wenn er dann noch spielbar ist. Zumindest war er das, ich glaube, fast 5 Euro. Damals, ne? Also schon ein bisschen eine Weile her. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Preis ist. Weil er relativ spielstark war. Dann haben wir den DD Chaos König Apokalypse. Aus dem Set, wo dieser hier drin war, da kam auch noch dieser DDD Biowolf raus. Den fand ich auch mega cool. Umgekehrtes Wiederverwenden. Ein Spiegelkraftdrache. Sehr schön. Hier richtig geil. Drachen einer dritte Ascalon aus dem neuesten Set Cybernetic Horizon. Es ist so, die Drachen Ritter oder die Drag Unity sind ein zweischneidiges Schwert. Die ganzen Synchros sehen mega geil aus und es gibt auch einige der normalen Effektenmonster-Varianten, die geil aussehen, aber da gibt es halt auch ein paar, die jetzt nicht unbedingt so der Hit sind optisch. Aber das ist halt eine Karte, die richtig was hermacht. Und da gab es auch noch einen anderen, so einen bläulichen, ich glaube, das war das eine Rare, ich weiß es gerade gar nicht, die halt auch mega toll aussehen. Aussieht, genau, aussieht so. Dann magische Muskete, ruhige Hände. Magische Musketen gefallen mir auch extrem gut. Schatten der 6 Samurai Shien. 6 Samurai vereint, mit dem Rücken zur Wand, nochmal vereint. Magische Muskete, Unterwelt, Abkommen. Zweimal, dann Photonschleier. Haben wir auch ein paar Mal, viermal. Und jetzt die Monster von den magischen Musketen finde ich auch mega cool. Einfach aus dem Grund, dass ja, weiß ich, sie sehen so speziell aus. Ja, ich mag das irgendwie. Ich mag das Design von denen, mir gefällt die Idee dahinter. Und die wurden tatsächlich nur in Spirit Warriors supported bisher. Ich glaube nicht, dass es irgendwo anders noch Support für die gab. Dann haben wir jetzt den magischen Musketier Wind. Wild. Magischer Musketier Doc. Auch mega cool. Dann haben wir den Kid Brave, auch sehr schön. Ja, wie gesagt, einfach geil. Da gab es ja noch die Secret, das war auch das Cover Monsters, war auch super. Dann Flucht aus der finsteren Dimension zweimal, Schicksalsheld Dynatak, Dynatak in Ausspech. Dann Finsterlord AD Array, das ist der einer von den drei ursprünglichen Finsterlords. Die finde ich vom Design angenehm, aber es sind jetzt nicht die Karten, die mich jetzt optisch vom Sockel hauen. Da finde ich die neueren Finsterlords doch besser designt. Dann Finsterlord Maria, die früher gar kein Finsterlord war. Erzherrscher Christia. Größeres Schicksal. Raubplanet. Raubpflanze Ptera Kannenpflanze. Ich finde die Raubpflanzen ja richtig cool. Die wurden ja von, oh Gott, wie hieß er denn? Juri. Von Juri aus Arc 5 gespielt. Das war, glaube ich, auch ein Antagonist aus der Fusionsdimension. Sehr, sehr cool. Dieses auch der Fusion, dieser, oh Gott, wie heißt er denn? Dieser Drache, den der da hatte. Dieser, mir fällt es gerade nicht ein. Dieser Fusionsdrache da halt. Mega cool Design. Auch der, wo jetzt neu rausgekommen ist. Dieser Raubpflanzendrache in Cybernetic Horizon, glaube ich. In Fusion Enforcers als Kamin. Auch mega nice. Dann König des Sumpfes war ein Rare und Kamin ziemlich viel wert vor dem Reprint hier. Dann haben wir den die Weißflügelmagierin. Zweimal Dama Augenmagier. Und dann noch zweimal den Doppeliris-Magier. Auch sehr schön. Dann geht's hiermit weiter. Dann haben wir den Spiral Super Agent. Ewige Galaxie. Das sind jetzt diese Cybernetic Horizon Special Edition Promos. Necrofusion ist jetzt im richtigen Set eine Rare. Ah, sieht richtig geil aus, oder die Karte? Super, gefällt mir extrem gut. Dann Link gebunden. Aus Flames of Destruction. Elementarsäbel Lapaulia Mana. Haben wir hier als Playset. Elementarsäbel Makani.
Oh, eine Ultra Rare aus Flames of Destruction, sieht auch extrem geil aus. Elementar Training, ebenfalls aus Flames of Destruction, dann aufzieht 10 Mal Wartung, zweimal. Es kann nur einen geben. X-Crawler Qualiarche. Qualiarche, okay, ja. Sieht cool aus, also von den Crawlern finde ich die Links doch am geilsten von der Optik her. Dann Sternstaub Chronik Funkendrache. Auch schön designt, aber das hat wieder dieser Kritikpunkt, das Monster ist hier wieder komplett drauf und einfach zu groß. Der Hintergrund würde ihm, wenn jetzt diese Lichtstrahlen hier nicht wären, die auch zum Monster gehören, die Show stehlen würde. Ne? Es gibt Monster, bei denen ist es dann tatsächlich so. Dann, oh Gott, Magna-Rakete-Drache. Ja, ist auch ganz gut vom Design her, muss ich sagen. Dann Sorge des Weltvermächtnisses, zweimal. Macht der Wächter eine der schönsten Super-Rares aus Extreme Force. Sündengeist aus Shining Victories. Yuku-Tuner aus Invasion Vengeance, die Special Edition. Super. Dann Geschwindigkeitserholung aus High Speed Riders. Märchenschweif Mond. Pendulum Mucho aus Maximum Crisis. Dann Lyrik Wiedervogel, versammelte Nachtigall. Wasserfall der Drachenseelen aus Maximum Crisis, auch cool. Boogie-Falle. Da mache ich hier einige. Dann nötige Notfallrettungsrunde. Das sind diese ganzen Promos. Dann Dracheneinheit Senatus. Schattenwunder der Elementarherrscher. Dreimal. Und Spiegelkraftwerfer. Jetzt kommen wir noch zu den koreanischen Karten. Da werde ich Probleme mit den Namen haben wahrscheinlich, weil ich kenne tatsächlich nicht alle. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall Elementarheld Kern in Super Rare. Ich weiß gar nicht, inwiefern es den bei uns in Super Rare gibt. Dann aus diesem DD Starter Deck. Ich glaube DD Cerberus oder wie. Ups, da sind wir unterbrochen worden. Mir ist der Speicher ausgegangen. Also nochmal, DD Cerberus, ich habe ja damals noch gesagt, der ist ja bei uns in Kamen rausgekommen im Starter Deck. Wäre doch cool, wenn es von diesen doch sehr coolen Kamens aus diesem Starter-Deck Holo-Varianten geben würde, und siehe da, es gibt sie hier aus Korea. Also richtig geil. Zweimal DD Cerberus, wenn es der ist. Es gab ja noch einen mit zwei Köpfen, vielleicht war es auch der, keine Ahnung. Genau, die hier gibt es aus TF5 als Super Rare bei uns. Blumenritter oder wie sie heißt. Auch die gibt es aus TF5 bei uns in Super Rare. Endlich frei heißt die Karte. Genau, dann haben wir hier diesen. Oh Gott. Wie war das? Schneeschieber extra schnell oder irgendwie so. Auch mega coole Sache. Ja, das ist zum Beispiel so eine Karte, da habe ich jetzt den Namen komplett vergessen. Das weiß ich leider auch nicht mehr. Aber es sind halt wirklich viele, viele Karten dabei, die es bei uns entweder in Gold Secret oder nur in Kamen gab. Ja, also richtig cool hier. Ich glaube, das ist eine Weiland-Karte, vom Aussehen her zumindest. Weiland Prisma oder so, das ist Shogi Lanze, glaube ich. Shogi Lanze müsste das sein. Auch richtig cool, gibt es bei uns nur als Kamen. Hier wieder lichtverpflichtet. Hier Künstlerkumpel. Auch richtig cool, ne? Ich finde auch diesen Token Collector, der jetzt rausgekommen ist, mega cool. Der ist auch aus diesem Starterdeck. DD Stolzer, irgendwas König, mega cool. Die Karte ist so krass designt. Schaut euch das Design mal an, ja. Das ist einfach richtig geil. Ich liebe dieses Design. Diese Ritterrüstung mit diesen zerfetzten roten Mantel und diesem richtig großen Schwert, das ist mega fett. Ja. Eine der geilsten DD-Karten, die ich kenne. Und es gibt sie auch als Super, das freut mich. Ja, das ist wirklich mega, mega schön. Und eine Riesenunterstützung hier vom lieben Realistic Yu-Gi-Oh! Wie gesagt, schaut mal in die Videobeschreibung. Hier ein bisschen zu bewerben ist das Mindeste, was ich dafür tun kann. Ich persönlich finde ihn auch angenehm. Ich habe ihn auch selber abonniert. Ich schaue mir seine Openings gerne an. Er hat natürlich auch noch Luft nach oben, aber das kommt mit der Zeit. Das war jeder Anfang ist schwer, sage ich mal. Und hier SZW kenne ich überhaupt nicht die Karte. Also SZW und SZ und so. Natürlich, aber jetzt die Karte an sich sagt mir überhaupt nichts. Das war, glaube ich, Sternstaub Funke oder irgendwie sowas. Irgendwas mit Sternstaub, Straße zum Sternenlicht oder irgendwie so. Ja, und es ist halt, wie gesagt, hier nochmal an der Stelle vielen, vielen Dank. Hier haben wir die Nummer 21. Das sind alles so Karten. Hier zum Beispiel Nummer 14, Gieriger Saramaya oder wie die Karte hieß. Die gab es bei uns nur in Gold und Gold Secret Rare, der Katzenhain Super Rare.
Und hier sind sie jetzt eben tatsächlich in Super Rare rausgekommen. Hier eine Karte, die ich persönlich nie aussprechen konnte, nicht aussprechen kann, nicht aussprechen können werde, nicht mal den Namen lesen kann und ihn noch nicht merken kann, weil das ist einfach zu kompliziert und vor allen Dingen Gold Secret unleserlich, absolut. Wir auch dreimal, das ist jetzt der Schwarzflügel-Thema Joe. Ja, hier ein paar Maskierte. Hier Isolde. Man, das Artwork ist doch mega schön, oder? Ist doch toll. Warum muss man das mit Gold Secret verschandeln? Ich verstehe es nicht. Es gibt einige Karten, die sehen in Gold Secret gut aus. Wir werden hier auch noch eine Karte sehen, die in Gold Secret auch gut aussieht, aber das hält sich halt wirklich in Grenzen. Ne? Hier, Düsenjack, dieser Captain. Düsenjack gibt es bei uns, glaube ich, noch als Kamen. Aber ansonsten auch nur in Gold Secret. Das ist, glaube ich, der Rosenengel oder wie sie heißt. Auch sehr schön, gibt es bei uns auch nur in Gold Secret. Und das ist die Karte, die ich meine, das ist der Rosenpaladin, die sieht auch in Gold Secret extrem schön aus. Das passt einfach. Aber auch hier in Super Rare einfach toll. Ja, einfach toll, die Karte. Schön, das Artwork auch mal ohne den übermäßigen, fancy, glänzenden Schiller-Effekt zu sehen. Gefällt mir echt gut. Dasselbe gilt natürlich auch für diesen Fährmann hier und natürlich auch für Tristan. Bei dem hat es mich immer besonders gestört, dass dieses Artwork eben so cool war, aber durch das Gold Secret so mega in die Scheiße gezogen wurde, auf gut Deutsch. Und das ist, glaube ich, noch, oh Gott, Gerümpel, Zerstörer oder irgendwie sowas war das. Irgend so eine Gerümpelkarte. Und ja, das war's mit der kleinen Sendung vom lieben Realistic Yu-Gi-Oh! Wie bereits gesagt, guckt mal in die Videobeschreibung, dort findet ihr den Link zu seinem Kanal. Ich danke dir nochmal vielmals dafür. Was erwartet uns in nächster Zeit? Noch eine gespendete Sammlung, mal wieder vom lieben Michael. Das ist ein kleiner Holo-Ordner mit ein paar schönen Sachen drin und einem Haufen Cummins. Ich werde wahrscheinlich den Holo-Ordner zeigen. Die Cummins eher weniger, das sind drei solche Schachteln voll. Genau, was erwartet uns noch? Wahrscheinlich wieder die ein oder andere Sendung von meinem OCG-Händler. Die erste Ladung von Savage Strike, Ultis und Ghosts, whatever, ist schon auf dem Weg zu ihm. Das ist das Set, das nach Soul Fusion kommt, in Japan jetzt eben erst erschienen. Und ja, ich denke mal, das war's dann auch erst. Wir sehen uns dann zu einem weiteren Mega-Opening in dem Fall. Und bis dann, macht's gut und haltet die Ohren steif.